Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Videorezension in meinem Channel, auf meinem Channel. Und zwar geht es heute um Nightwear von John Everson. Ein SM-Thriller, erschienen im Fester Verlag, kostet 13,95 Euro und hat 398 Seiten. Warum musste es ein SM-Thriller sein? Warum musste dieses Buch bei mir einziehen? Einfach, ja, ich finde das Cover ansprechend. Ich bin ein totales Verpackungsopfer, auf jeden Fall. Und ja, ich lese ganz gerne mal einen SM-Thriller zwischendurch. So wie andere eben gerne Liebesromane lesen, in denen Sex eine große Rolle spielt, oder eben Young Adult. So lese ich eben über dieses Thema auch mal ganz gerne. Und ja, zum Inhalt. Es geht um das Paar Mark und Rae. Mark ist ein Mensch, ein Mann, wie ihn eine Frau sich nur wünschen kann. Er liebt seine Frau abgöttisch, er trägt sie auf Händen, er macht alles für sie, er verwöhnt sie und ist total zu ihr hingezogen und einfach ein Bilderbuch-Ehemann. Rae liebt Mark auch schon, aber in ihrer Ehe fehlt ihr so einiges. Und zwar steht sie total auf SM, auf Unterwerfung. Und eben verletzt zu werden, ausgepeitscht zu werden. Und das kann ihr Mark alleine nicht so recht bieten. Möchte er auch eigentlich gar nicht, weil er nicht der Typ dafür ist. Aber er liebt sie und möchte sie glücklich machen. Also treffen die beiden so ihre Vereinbarungen und besuchen ab und zu mal einen Swingerclub, in denen es da ganz schön hart zur Sache geht, wo eben jeder machen kann, was er möchte. Und ja, aber Rae reicht das irgendwann nicht mehr. Sie möchte in diesen Club aufgenommen werden, den ominösen Club, der, und zwar Nightwear. Nightwear ist ein Club, in dem man nicht einfach so reingehen kann, in dem man eingeladen wird. Und der richtig, wo es richtig die Hardcore-Praktiken gibt. Also alles, was man sich vorstellen kann, passiert in Nightwear. Und viele in der Szene träumen mal, von Nightwear eben eingeladen zu werden. Und so passiert es eben auch den beiden. Die werden irgendwann eingeladen. Und Rae fühlt sich dort gleich wie zu Hause, praktiziert alles Mögliche und wird immer mehr, und steigert sich auch immer mehr. Es gibt dort auch verschiedene Räume, die so nach Schwierigkeitsgrad, sage ich jetzt mal, unterteilt sind. Den blauen Raum, den roten Raum und den schwarzen Raum. Und Mark merkt recht schnell, dass Rae sich dort immer mehr reinsteigert und dass es auch gefährlich wird, lebensgefährlich. Aber das ist Rae völlig egal. Sie will einfach nur noch den ultimativen Kick und egal ob auf Leben oder Tod, sie will dort einfach nur weiterkommen. Genau. Ja, das ist so der grobe Inhalt von diesem Buch. Ich fand ja das Buch total spannend und ich fand es auch total interessant und auch grausam, also sehr kreativ. Ich finde, es ist dem Autor gelungen, nicht nur wie in anderen SM-Büchern zum Beispiel, immer nur das Gleiche dann zu beschreiben auf vielen Seiten und dann wird man halt ein 300. Mal ausgepeitscht und dann langweilt man sich einfach, weil man ja immer wieder das Gleiche liest. Nee, er war sehr kreativ in den Grausamkeiten und ich fand auch die Protagonisten ganz okay. Also Mark, wie er zu seiner Frau hält, Rae, ja gut, wie sie nicht zu ihrem Mann hält. Und ja, also ich fand den Verlauf der Geschichte wirklich sehr gut und mir hat auch das Buch im Allgemeinen sehr gut gefallen. Aber was mir in dem Buch gar nicht gut gefallen hat, ist, dass das dann so mystische Züge annimmt. Ich möchte jetzt nicht spoilern, deswegen gehe ich jetzt nicht so nahe drauf ein. Aber man muss, wenn man das Buch in die Hand nimmt, und muss man wirklich sich darauf einstellen, dass es A, sehr grausam ist. Natürlich, es geht um Sex auf jeden Fall. Und aber, dass es nicht sehr realistisch dann beschrieben ist. Also es wird immer mystischer und übernatürlicher und dieser Touch, der hat mir nicht gefallen. Mir wäre es lieber gewesen, wenn das Buch so 50 bis 100 Seiten kürzer gewesen wäre und realistischer gewesen wäre. Also dieses Übersinnliche hätte ich jetzt nicht gebraucht.
Ist aber Geschmackssache. Ich habe schon Meinungen zu dem Buch gehört eben, dass die diese übernatürlichen Sachen gerade sehr toll fanden. Das ist wirklich einfach Geschmackssache. Ich mag es nicht so gerne. Deswegen, das ist so ein Hardcore-Thriller-Fantasy-Roman. Alles so in einem. Ich hätte das Fantasy einfach nicht gebraucht. Ansonsten aber wirklich gut zu lesen. Man kommt gut durch die Geschichte. Es gibt mehrere Handlungsstränge. Einmal also lesen wir eben aus der Sicht des Pärchens, dann lesen wir auch aus der Sicht von anderen, die eben in der Geschichte noch eine Rolle spielen, und die haben dann auch immer eine Überschrift, wie zum Beispiel das Kaninchen. Da wird dann eine Kaninchenjagd gemacht und solche Sachen eben. Also lässt sich wirklich richtig gut lesen, aber die letzten 100 Seiten habe ich mir gedacht, muss denn das jetzt sein? Ja, also ich für mich hätte es nicht gebraucht. Ohne übernatürlichen Touch wäre das für mich ein grandioses Buch gewesen. Aber das ist einfach Geschmackssache. Und ja, mich würde mal interessieren, ob ihr auch SM-Thriller lest. Und wenn ja, ob ihr mir da was empfehlen könnt. Und ansonsten gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben für diese Rezension, wenn sie euch denn gefallen hat. Und wenn ihr euch mehr solcher Rezensionen wünscht, und ihr dürft mich gerne abonnieren. Ansonsten sage ich, lest fleißig und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!